Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Bentele, auch wenn Sie das Mantra ähnlich wiederholen, die Haushaltsnotlage, in der uns der rot-schwarze Senat hinterlassen hat, hat genau diese Folgerung gehabt. Und falls Sie das vergessen haben, möchte ich Sie daran erinnern. So, jetzt mal zu den Anträgen. Hieß der Ursprungsantrag der Linksfraktion noch keine verdeckte Arbeitszeiterhöhung für Lehrkräfte, so heißt der Änderungsantrag der Koalition nun transparente und schnelle Regelungen zur Abgeltung der Arbeitszeitkonten. Was fällt damit unter den Tisch? Die Arbeitszeiterhöhung für Lehrkräfte aus dem Jahr 2003 wird ohne adäquaten Ausgleich zementiert. Das hat Herr Ober gerade bestätigt. Die Arbeitszeitkonten, die dazu gehörten, werden ohne gerechten Ausgleich beendet. Und das ist eben kein Ausgleich, Herr Oberg, wenn die Altersermäßigung, die ebenfalls 2003 abgeschafft wurde, wieder eingeführt wird. Das begrüße ich natürlich, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Da wurden den bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern säckeweise Protestschreiben von Lehrerinnen und Lehrern und dicke Mappen mit Protestschreiben von Kolleginnen der Schulen alle an Frau Scheres gerichtet übergeben. Das sind allein etwa 12.000 Lehrkräfte, die sich in der Hoffnung an uns wenden, dass ihre Dienstherrin sich an ihre Seite stellt. Dazu kommen noch etwa 7.500 Petitionen gleichen Inhalts. So wie der Senat den Großteil dieser Säcke einfach im Sitzungsraum des Bildungsausschusses stehen gelassen hat, lässt die Koalition nun mit der Streichung der ersten drei Forderungen des linken Ursprungsantrages die Lehrerinnen und Lehrer stehen und lässt auch mal eben eine Arbeitszeiterhöhung ohne Ausgleich zu. Und das ist eine, Herr Oberg. Was daran sozial oder christlich ist, das können mir ja Frau Bentele und Herr Oberg dann mal erklären. Der Änderungsantrag übernimmt nun die letzten beiden Punkte unseres Antrages. Damit wird dann hoffentlich schnell denjenigen ehemaligen Lehrkräften, die zum Teil seit April 2013 auf einen finanziellen Ausgleich ihrer Arbeitszeitkonten warten, zu ihrem Recht und ihrem Geld in Höhe von mehreren Monatsgehältern verholfen. Unter ihnen sind auch schwerstkranke ehemalige Lehrkräfte, für die es unmenschlich und nicht nachvollziehbar ist, warum hier keine Einzelfallregelungen getroffen wurden. Auch übernommen wird die Forderung, endlich die Beschäftigtenvertretungen zu beteiligen bzw. anzuhören, dass im öffentlichen Dienst diese elementaren Rechte bisher nicht eingehalten wurden, entspricht weder der Fürsorgepflicht noch der Vorbildfunktion Dienstherr bzw. Frau haben, und hier ist auch der Innensenat angesprochen. Zum Antrag 1601 der Koalition. Also ich unterstütze diesen Antrag, auch wenn er nicht weit genug geht, auch weil er Teile des Antrags der Linksfraktion aufnimmt. Übrigens haben Sie da zwei Anträge vorhin miteinander vermischt, Herr Oberg. Das, was Sie hier dargestellt haben, bezog sich auf einen weiteren Antrag der Linksfraktion. Der Antrag, der jetzt vorliegt, ist mir wichtig, denn wir brauchen ein neues und modernes Dienstrecht und wir brauchen gleichwertige Arbeitsbedingungen für Angestellte und verbeamtete Lehrkräfte. Und ganz spannend wird es ja mit dem Punkt 2 des Antrages, der Stellen- und Aufgabenbeschreibungen fordert. Also wenn dieser erfüllt wird, wird vielleicht auch für die Öffentlichkeit einmal deutlicher dargestellt, was hier eigentlich an Arbeit durch eine Lehrkraft alles zu leisten ist. Und das würde auch eine Debatte darüber möglich machen, wie viel Arbeitszeit einer engagierten Lehrkraft in der Woche eigentlich zuzumuten ist. Die geht nämlich in der Regel weit über 40 Stunden hinaus, sodass viele Lehrkräfte eine volle Stelle auf Dauer überhaupt nicht besetzen können, wenn sie nicht krank werden wollen. Wir haben gegenwärtig 1.400 dauerkranke Lehrkräfte. Und warum wohl arbeiten in diesem Schuljahr ein Viertel aller Lehrkräfte in Teilzeit oder verkürzt? Hätten wir zur Stellen- und Aufgabenbeschreibung schon ein Ergebnis, wäre die Debatte zu den Arbeitszeitkonten und ihrer geplanten ungerechten Beendigung vielleicht anders ausgegangen. Unterm Strich bleiben hier zwei zentrale Forderungen.
Durch die heute zu erwartende Beschlussfassung werden die unerfüllt bleiben, aber wir bleiben mit diesen Forderungen. Erstens, schließen Sie die Gerechtigkeitslücke zwischen Tarif und Besoldung und beenden Sie die Mehrklassengesellschaft in den Lehrerzimmern. Zweitens, beenden Sie die Arbeitszeitkonten gerecht und ohne Arbeitszeiterhöhung. Werden diese Forderungen nicht erfüllt, wird sich die Bewerberinnenlage in Berlin nicht verbessern und es wird auch keinen Schulfrieden im Land geben.